Mein Name ist Paul Freitag, 66 Jahre. Ja, ich wohne jetzt hier 45 Jahre hier auf dem Bohnenkamm. Ich habe früher im Lager gewohnt, aber nach dem Krieg dann in so ein Lager kam, meine Eltern. Haben sie das Lager abgebrochen. Dann bin ich nach hier gezogen und hier aufgewachsen dann. Ne? Oh, hier stand der erste Bau. Da haben vier Familien gewohnt in einem Bau. Und dann hintere Birke stand der nächste Bau. Und heute sind nur noch Müll. Ja. Mehr kann ich dir jetzt auch nicht dazu sagen. Da kannst du dir nicht vorstellen, dass immer hier Bauten standen. Ne? Ja, hier oben haben wir Bier getrunken, ne? Die Beine aus dem Fenster gehangen und dann Bier getrunken und dann am Feierabend. Ne? So ging dann ab die Post. Das ist die Schlegelstraße, hier runter die. Und da hoch ist die Eisenstraße. Ne? Ich hatte ja vier Zimmer da, oben auf 17. Dann habe ich mit meiner Freundin da gewohnt. Dann habe ich später habe ich den Vater noch zu mir genommen. Ja, der hatte auch Lungenkrebs. Und dann haben wir ihn oben gepflegt, meine Frau viel mehr. Ne? Weil ich ja arbeiten musste. Ja, war nicht so einfach. Aber Toilette noch auf dem Flur. Ja, da muss man sich vorstellen. Keine Heizung da auf Toilette, nichts. Im Winter und dann immer das Gas hochschleppen. Ja. In der Mitte bin ich und das ist mein Bruder und das ist ein Kollege. Auch oben bei mir. Das ist meine Frau gewesen. Ja, alte Zeiten, ne? Schöne Zeiten. Und schöne Zeiten. Ja. Komm immer so ein bisschen Erinnerung zurück, ne? Wollen wir nicht zurückdenken. Die Mutter ist im Lager gestorben. Der Vater hatte ja vorne gewohnt, mit der Frau zusammen. Und dann sind die auseinandergegangen, dann ist er zu mir gekommen. Also mit 16 bin ich hier rübergekommen.
Seitdem wohne ich hier. Ne? Da habe ich 3 Jahre Übertage, Lehrjahre. Ne? Ja, und dann bin ich da unten noch 1,5 Jahre. Ich saß an der Übergabe. Man musste die Container, die Wägelchen laden, was die vorne ausgeschossen haben. Ne? Kam das über Band in die Wagen rein. Ne? Und dann immer Stück für Stück vorgezogen, immer voll gemacht. Weißt du? Hier Westerholt, Polsum, Bergmanns Glück. Die 3 Zechen habe ich durchgemacht. 3 Zechen war ich. Wir brauchten Geld. Also bist du als Junge, bist ja früher schon mit der Mutter morgens manchmal rausgegangen, Zeitungsverteilen, ne? Damit wir ein bisschen mehr Geld hatten. Ne? Mein richtiger Vater, der ist, da war ich 2, ist er gestorben. Ja, der ist über von der Brücke gefahren und dann Zug gekommen. Ja, aber mein Stiefvater war so ganz in Ordnung. Da habe ich keine Meinung mit gehabt. Ja, und dann ist auch meine Frau verstorben. Kurz danach, wie wir hier drin waren. Ja. Hier der Krebs. Hier am Hals. So ein kleiner Knubbel. Ich habe es ja immer gesagt, geh in einen Arzt. Ja, bis dann eine Freundin von mir, ne, eine Bekannte von damals, die hat auch da am Hof, ne, und die hatte Einfluss auf ihr. Ne. Sind wir dann Arzt, sie mit ihr, ne, kam sie wieder, dann mussten wir nach Butendorf, ins Krankenhaus. Und da haben sie mir gesagt, sie hat noch 10 Tage zu leben. Ja. Da habe ich keine Beziehung mehr angefangen. Schon mal eine Frau mit hier gehabt oder so, nee, aber Beziehung geht nicht mehr. Die eine wollte immer so, dass ich sie liebe. Ich sage, ich kann die nicht lieben. Ich habe einmal geliebt, zweites Mal geht das nicht. Guck mal hier, wie steht das hier? Da war ich die Tage mit meinem Arzt. Ja, da hat er mich Dings rausgenommen, ne? Eine Probe. Da sagt er, könnte weißer Krebs sein. Weißer Krebs, weiß ich nicht, was das ist. Ne? Ja, aber Lunge, die ist weg. Ne, da war aber nur noch Zysten, die hat noch nicht gestreut. Da war mein Glück. Ja. Ja. Aber trotzdem brauche ich noch weiter, weil ich mir keine Gedanken darüber mache. Was kommt, da kommt. Du kannst sowieso nichts dran ändern. So sage ich das. Ne? Du kannst ja gleich über die Straße gehen, da kommt ein Auto und ein bisschen weg. Ne? Denkst du darüber nach? Ne. Nee, und das macht die das zerfrisst dich, wenn du darüber nachdenkst. Und das habe ich mir abgewöhnt. Der ist schon wieder verschoben, der ist schon wieder der. Da habe ich mich gesagt, du musst dich damit abfinden. Und seitdem macht mir das nichts aus. So richtig vor der Kolonne, da ist, glaube ich, noch 1 oder 2 Mann, die noch leben. Kannst dir vorstellen, wie oft ich den Anzug aus dem Kleiderschrank holen musste. Ja. Lass das Leben so an mir vorbeiziehen, wie das ist. Verstehst du? Und nicht drüber nachdenken. Was ist morgen und was ist heute? Ne?